Die Wächter, sie lassen uns an der antiken Ausgrabung graben. Sie möchten das Portal öffnen, so damit sie die in unsere Dimension bringen können. Sie wollen von ihnen lernen, sie zähmen. Ihre Macht und Unsterblichkeit erlangen. Aber das ist unmöglich. Niemand, nichts und niemand kann hoffen, sie zu zähmen. Oh Licht, die Wächter sind hier. Okay. Okay. Das war kein guter Schlag. Das war ein guter Thrust dafür. Guter Crit und weg. Okay. Im Augenblick höre ich kein Rumstampfen, also Schlafenszeit. Ich denke auch mal, dass hier unten die Wächter nicht respawnen. Ich hoffe es jedenfalls, dass sie nicht respawnen. Und ich habe die Fackel angelassen. Okay. Ich habe meinen Fluchtweg gefunden. Etwas schon mal. Erdmagie. Woundwand Conjurer's Head. Mystery Ore. Transmutation. Habe ich jetzt da wieder zugemacht oder? Nö. Oder habe ich noch irgendwo was geöffnet? Mal gucken. Nee, hier ist nichts. Hier bin ich wieder am Anfang. Ich höre halt hier in dem Gebiet was rumkrabbeln. Bin mir jetzt aber selber nicht sicher, wie ich da hinkomme.
Auf jeden Fall habe ich es irgendwie geschafft, diesen Secret-Bereich doch noch abzuschließen. Ne? Auch wenn das hier wohl der schlimmste Bereich überhaupt war. Das hatten wir bereits. Hier war ich auch schon mal. Da liegt nichts drin. Kann ich hier wieder zaubern vielleicht? Ja, ich kann hier tatsächlich wieder zaubern. Das war auch der falsche. Wer hat mein... Achso, den hast du. Gut. Legionärspeer, Cutlass, ein Haufen Schrott. Wer immer das auch erhalten mag. Unser Plan, die Wachen mit der Hilfe der Gefangenen über uns zu überwältigen, ist fehlgeschlagen. Wir haben die Reichweite der Wächter, der Watcher, unterschätzt. Sie haben die Wächter gegen uns in unzähliger Anzahl geschickt. Es gibt wenig, das wir tun können. Wir haben einen großen Vorrat an einfachen Waffen angesammelt. Aber unsere gemeinsame Stärke wird nicht ausreichen. Ich habe meinen Schlüssel hier gelassen, damit sie niemals meinen Workshop finden. Ich habe genauso den Knopf, der zu meinem Workshop führt, in diesem Raum versteckt. Manchmal verstecke ich Sachen hinter den hölzernen Planken, die diese Tunnel verstärken. Der Workshop ist in einem antiken Raum, den wir nur durch Zufall gefunden haben. Ich kann mir nur vorstellen, was für Relikte in der Hauptausgrabungsstelle versteckt sind. Ich denke, ich werde es niemals herausfinden. Ich werde nun gehen, nicht zum Sieg, aber zum Kampf. Ich habe Sorge, dass durch die Bindung der antimagischen Zauber oder Schutzzauber meine Nützlichkeit im Kampf trivial ist. Denk dran, die großen Treppen sind der einzige Weg raus. Der Schlüssel ist in meinem Workshop versteckt. Erzmagier Mephandir Sturmkrähe. Und wo ist der Schlüssel? Mephandirs Workshop Key. Das war der falsche Knopf. Ja, aber...
Wo ist der Knopf? Der wird der Sch... Das wäre mal genial, wenn so ein Knopf an so einer Hoch-Runter-Wand versteckt wäre. Okay, nochmal. Ah. Okay. Zwei neue Schriftrollen. Und eine Abkürzung zum Mind Storage. Okay. Gut. Okay. Oh ja, dann, das kann ich ja gleich mal nutzen. Dann kann ich zurück, nämlich in die von hier aus in die Hauptkammer. Shortblades. Und mal Shortblades. Dann haben wir schon einen Dagger-Skill von 14. Noch ein bisschen Level up und wir kriegen das da auch noch hin. Hm. Was haben wir hier? Bomben. Hier haben wir eine ganze knochige Sammlung. Ich hätte wirklich von oben die Säcke mal mit runter, weiter mit runterbringen sollen. Der da kann sie zum Beispiel noch gar nicht benutzen. Ne, schade. Okay, die beiden habe ich noch zum Lesen. Als andere. Uramasa Blade. Das ist auch so eine Sache. Wie soll man das rausfinden? Das kann ich auch noch ablegen. Ja, das brauche ich auch nicht mehr. Crown and Sword. Und den da kann ich auch mal ablegen, den Sack. Da ist, glaube ich, auch nichts mehr wirklich Wichtiges drin. Genau. Das ist wichtig und die behalte ich auch mal. Wobei, Sword and Crown kommt mal hier hin. Die beiden lese ich dann beim nächsten Mal. Ich mache jetzt hier erstmal wieder einen Cut. Mit einem Quick Save und versuche da an Offscreen richtig zu speichern. Also, bis dann.